Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann macht's doch einfach wie der Baba. Ah ne, bei mir ist der Baba im Moment im Urlaub. Deswegen müsst ihr euch mit dem ganz normalen Abonnieren-Button zufrieden geben. Ich hoffe, das reicht auch. Like die Videos und seid mit dabei, wenn ich hier meine zweite Legende spiele. Ja, erste Legendenwoche oder erste Legenden-Season für mich. Nach wirklich langer Zeit ist um und es ist auf jeden Fall noch reichlich Luft nach oben da. Ja, was heißt reichlich Luft? Also richtig viel Luft nach oben da. Denn ich bin, ich muss mal gerade schauen, 264.000. 146. geworden. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben da. Ja, man muss sich jetzt würde ich mal so sagen, Ziele setzen. Ne? Ich würde sagen, so unter die ersten 200.000 sollten wir uns irgendwie tummeln. Wir wollen mal nicht gleich nach den Sternen greifen oder so. Aber ich fand es jetzt in Ordnung. Aber ich muss auch wirklich gestehen, ich habe viel schleifen und bummeln lassen. Denn wenn erstmal, ich nenne es mal so, alles fertig ist, dann tue ich mich auch so hier und da schwer. Dann werde ich faul. Dann werde ich wirklich faul. Ich meine, ich war jetzt heute Morgen mal nicht so faul und habe schon mal eine Attacke mit 53% hingelegt. Ja, tolle Wurst. Aber ansonsten habe ich schon ein paar Angriffe A vergeigt, B vergessen, B nicht gemacht. Und deswegen ja, muss ich mich da mal ein bisschen ranhalten, wenigstens die 8 Angriffe pro Tag zu machen, um immer so ein bisschen in der Range zu bleiben. Ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen aufgeholt und habe noch mal ein bisschen was weggebügelt. Ich glaube, ich bin so mit plus 59 gestern Abend ins Bett gegangen. Und wusste dann nicht, wurde glaube ich noch einmal angegriffen. Aber das war es dann. Das heißt, ich hatte 8 Angriffe und ich glaube 6 Angriffe auf meiner Seite. Und naja, ich plane jetzt schon ein bisschen was Neues. Also jetzt nicht Neues Richtung Legende, sondern natürlich Richtung Liga, Leute. Ich habe jetzt eben auch schon den ersten im Discord gehabt, der da wieder gefragt hat. Also die Liga geht los in 4 Tagen, 23 Stunden. Dann ist der Monat scheinbar auch vorbei. Und da suche ich natürlich wieder für Totos Bande, für Free-to-Play, für die Herausforderer eigentlich nicht. Da muss ich mal gucken. Vielleicht kommt da noch ein 15er mit rein oder so, dass wir mal reinrassig 15 spielen können. Aber in der Videobeschreibung unten seht ihr alle Clan-IDs, wo wir wieder aufnehmen. Und natürlich auch bei dem Clan, beim Clan Deutschland Ad. Natürlich beim Clan Deutschland Ad. Da bin ich annehmen. Ich bin, glaube ich, im Moment bin ich noch bei Totos Bande mit einigen Accounts. Da sind wir jetzt auch schon wieder 7. Okay, Spark ist da schon wieder reingejoint als Placeholder hier. Aber da habe ich jetzt noch ein paar. Also der Clan hier ist auf jeden Fall wieder offen für 9er, 10er und vielleicht kleine 11er. Und dann geht es auf jeden Fall weiter in Deutschland Ad 13, 12, 11, würde ich sagen, je nachdem, wie viel wir da werden. Habe ich den hier auch, ja. Je nachdem, wie viel wir da werden. Und bei Free-to-Play, ja, da kann der ein oder andere 12er oder 13er gerne mitkommen. 11er brauche ich da eher weniger, sondern eher dann 12er, 13er. Ist ein bisschen individuell, bleibt am besten so ein bisschen am Ball dabei. Das Einfachste ist über Discord, da poste ich immer ab und zu einen Status, wo denn noch was gesucht wird. Allerdings suchen andere Clans auch. Und nebenbei spielen wir natürlich hier komplett die Season nochmal durch. Bis dahin mit Clankriegen hier. Und ich muss sagen, die olle Itsubase hier hat nicht mehr gut gehalten hier. Also Zeit für eine neue. Ich hatte mir die irgendwann mal gegriffen, habe es ein bisschen modifiziert, aber hat nicht gereicht. Gucken wir uns heute mal einen Gegnerangriff an, würde ich sagen. Denn das Video zum Wochenanfang soll letztendlich erstmal nur wieder dazu dienen, so ein bisschen reinzukommen hier vom Wochenende her. Aus den Streams raus. Am Samstag war denn doch kein Stream, weil ich doch nicht wirklich am Start war, muss ich sagen. Und oder sagen wir mal so, ich war am Start, aber viel zu spät. Und dann hätte der Stream, weiß ich nicht, erst um 10 Uhr begonnen oder 10:30 oder sowas. Also das wäre an der Stelle nicht so wirklich produktiv gewesen. Und deswegen
habe ich den dann eher ausfallen lassen. Am Sonntag gibt es das dann in der Regel auch nicht. Aber es gab ja auch reichlich Clash of Clans zu gucken bei den WM-Qualifiern auf den verschiedenen Kanälen. Ich weiß nicht, wo ihr mal guckt, aber ich gucke immer bei Noobs. Das hat sich bei mir so eingebürgert. Und da gab es dann ja doch wieder schöne Matches, schöne 3 Sterne, schöne 2 Sterne, was auch immer. Alles immer mit dabei und auch ein Sterner. Aber alles in allem geht es ja noch ein bisschen weiter, dauert auch noch, zieht sich richtig schön hin. Finde ich auch ganz gut, dass es so gemacht wird. Und deswegen, ja, denke ich mal, gucke ich da auch weiterhin zu. Also war ein schöner Angriff hier, muss ich sagen. Ich habe den ja schon einmal gesehen. Also wirklich gut gemacht. Und ich glaube, am Ende war es auch nur ein Time-Fail. Oder da ganz schön laut hier. Das ist ganz schön laut. Und ja, deswegen wollte ich euch wenigstens den kleinen Status mal bekannt geben für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert. Wie geht's dem Toti hier in Digendi? Ja, es geht mir ganz gut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Jetzt, wo man nichts mehr machen muss, ist es ein bisschen, ja, einfach nur bleib mal am Ball, spiel mal ein bisschen Legende und versuch das möglichst Beste rauszuholen. Ist natürlich auch immer ein bisschen Training. Ich meine, wenn man seine 8 Angriffe pro Tag gemacht hat, dann kannst du noch ein paar natürliche Herausforderungen spielen, also Trainingsangriffe ohne Ende, Freundschaftsangriffe und so weiter. Clanstadt habe ich wieder völlig vernachlässigt und auch die Clanspiele in den anderen Clans sind für mich eher, na, schwierig. Schwierig deswegen, weil ich die halt so wenig bespiele, die Accounts, oder na, nicht so wirklich primär bespiele. Primär habe ich natürlich Augenmerk hier auf Thorsten, keine Frage. Das ist mein Main-Account hier und den Main-Account spielt man dann in der Regel ein bisschen mehr. Klar haben auch einige gesagt, Toto, wenn du 8 Angriffe gemacht hast, dann kannst du dich mal um die anderen Accounts ein bisschen kümmern. Ja, das stimmt natürlich auch, aber dann muss auch noch der Bock da sein. Also ich muss dann noch wirklich Bock drauf haben, die zu spielen. Und manchmal habe ich auch keine Lust, Clash of Clans zu spielen, Leute. Sondern gucke so hier und da, habe auch wieder am Wochenende mal wieder PC gespielt, was auch ganz nett war, aber das war ein Timefail hier auf jeden Fall. Der hatte noch genug Truppen dabei und wir haben, glaube ich, einen Angriff gerade live. Und wenn wir live da sind, dann sind wir live da beim Cheney mit E-Drachen. Gucken wir mal. E-Drachen und einer Blimp vorher weg. Okay, 47%. Mal sehen, die müssen jetzt gut durch die Base hier durchgehen, sodass sie nicht nach hart nach außen gehen. Sieht aber noch ganz gut aus hier. Habe ich schon länger nicht probiert, die E-Drachen. Ich kann die gar nicht einschätzen, wie gut oder schlecht die sind. Aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Der Weg ist allerdings noch ziemlich weit bis hier unten zu dem Lager. Sind noch ein paar Drachenreiter mit dabei. Die gehen ja nur auf die Defense. Die E-Drachen gehen ja nun auf alles. Also ist eigentlich eine gute Kombination, ne? Ist eigentlich eine gute Kombination. Die einen Truppen gehen nur auf die defensiven Gebäude und die anderen Truppen gehen auf den Rest. Sieht aber noch ganz gut aus hier. Queen ist sogar noch zündbar. Das könnten sogar 3 Sterne werden. 45 Sekunden wird hart. Ja, da ballert noch einiges. Und die Queen geht jetzt ganz, ganz außen rum hier. Okay, die verlässt die Base. Die Queen verlässt die Base hier. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Das ist ein 3-Sterne-Hype, würde ich sagen. 32 Sekunden. Schön gemacht, Cheney. Damit holt er uns zumindest wieder ein bisschen rein, weil die 96% auf meine Base sind natürlich schon Hardcore. Das heißt also fürs Ergebnis. Und GG, schön gemacht. Hier haben wir noch einen Live-Angriff mit reingekriegt hier in die erste Folge. In dieser Woche hier. Perfekt. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und damit haben wir zumindest die 96 hier schon mal ausgebügelt mit noch einem Stern mehr. Das ist sehr, sehr schön. Noch ist alles hier ein bisschen verhalten. Auf beiden Seiten haben wir aber auch noch 12 Stunden Zeit. Da bekommen wir wahrscheinlich heute Abend in den Livestream das Notwendigste hin. Und da wollte ich auch noch mal darauf hinweisen. Habe ich jetzt auch mal irgendwas gefunden, allerdings in Englisch, aber ist nicht so schlimm, wenn ihr Fragen habt etc., dann kommt da einfach ein bisschen nach Twitch TV rein, ist auch kostenlos dort, also auch da ist das Account erstellen kostenlos und auch der Follower dort ist kostenlos und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in jedem Fall dort wiedersehen. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, habe ich am Anfang schon gesagt,
lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen lieben Dank für die vielen neuen Abonnenten, echt nett. Und naja, bei mir ist ab und zu mal immer so ein Clickbait-Titel dabei. Nein, war kein Clickbait. Aber es hat mich natürlich super gefreut, dass ich eine tolle Resonanz hatte, auch auf das SCID-Video. Hat mich das gefreut. Das ist auch noch nicht zu Ende. Da gibt es natürlich Fortsetzungen. Allerdings muss ich das auch erstmal machen und aufnehmen und dann auch erstmal selber checken, was da so abgeht. Aber ist ein spannendes, interessantes Thema. Hab sehr, sehr nette Leute dadurch kennengelernt, Gesprächspartner, Diskussionspartner etc. Also auch da geht's in jedem Fall ein bisschen weiter. Ja, bleibt auf jeden Fall dran. Liga läuft, beziehungsweise Liga-Vorbereitung läuft schon 4 Tage vorher. Sollte man auf jeden Fall machen, denn plötzlich ist Weihnachten und hoppla, ja. Also plötzlich ist die neue Liga da und dann weißt du nicht, wohin mit den Leuten. Das möchte ich immer vermeiden, sondern wir wollen uns vorher schon mal so einen Tag vorher treffen, um dann alles festzulegen für den schönen Ligastart in der nächsten Woche. Vielen Dank, schöne Restwoche euch. Bis dahin, euer Toto. Clasht.